Hey und herzlich willkommen zu Part 46 von Let's Play die Sims 3 einfach tierisch. Wir sind hier zurück im Mitchell-Haushalt und es regnet. Wundervoll. Und Emilia hat heute Geburtstag, das heißt, sie wird heute zum Kind. Wie super ist das denn? Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sie aussieht. Sie schläft jetzt gerade noch. Warum schläft sie noch? Aber schaut euch diesen Engel an. Oh mein Gott, das ist so süß. Und ich dachte mir, heute Abend machen wir dann so eine kleine Geburtstagsfeier, aber bis dahin gehen Alex und Lukas mal ein bisschen angeln, auch wenn super schlechtes Wetter ist, aber einfach mal YOLO-Modus, oder? Einfach mal YOLO-Modus. Hier oben waren wir ja schon öfters angeln. Das finde ich auch irgendwie blöd dort. Oh, mein Ohr juckt. Ah! Ups, sorry. Kann man hier irgendwo noch angeln, außer an diesem doofen Pier? Weil der hier, der Abenteuer-Kai, der ist so dreckig irgendwie. Aber sonst gibt es, glaube ich, keine Stellen zum Angeln. Nope. Nope. Was ist denn das hier oben? Wargs Schenkel. Da waren wir auch noch nie, oder? Waren wir dort schon? Okay, dann gehen wir einfach hier zum Abenteuer-Kai. Nee, irgendwie ist der blöd. Oh. Können dorthin schippern. Wenn wir ein Boot kaufen würden, könnten wir auch mit dem Boot rausschippern. Aber erstmal versuchen wir es so und gehen dann doch hier oben hin. Oh, wer ist denn hier? Oh, hier ist die Wildpferdkolonne. Yay! Hallo, Wildpferdkolonne. Okay, dann werden wir hier hingehen. Oh, ein Scheinwerferpilz. Oh mein Gott, was ist das denn? Den werden wir unbedingt pflücken. Aber erstmal müssen wir hier hingehen mit Alex. Bitteschön. Super. Das ist so cool. Die Wildpferde sind so geil. Heute Nacht, also in der Nacht jetzt, wo ich so noch den Tag zum Tag gespielt habe, habe ich auch gesehen, dass hier wieder das Einhorn war. Vielleicht werden wir es ja diese Nacht entdecken. Dann werden wir mit Julie auf jeden Fall direkt wieder hier hingehen und schauen, ob wir es überzeugen können, dass wir super sind. Jemand hatte sich gewünscht, dass wir mal einen Friesen holen. Das finde ich auch eine richtig coole Idee. Weil ich finde Friesen auch sehr, sehr schöne Tiere. Okay, ihr seid auf dem Weg hierhin, ne? Das ist sehr gut. Euch geht's gut. Und ihr könnt jetzt auch mal schauen. Du kannst Emilia noch schnell das Laufen beibringen, damit sie das kann, wenn sie dann zum Kind wird. Nicht, dass sie dann die ganze Zeit auf dem Boden rumrobben muss. Witzig, Nina. Emilia, wach mal auf jetzt. Warum schläft sie denn die ganze Zeit? Warum ist sie so müde? Aufwachen. Muss sie ihr noch beibringen, aufs Töpfchen zu gehen? Nimm sie dann mal hoch. Oh, es gewittert. Bester Tag, um angeln zu gehen. Beste Idee, Nina. Fände ich richtig cool. Boah, es war ja auch krass, was hier die ganze Zeit jetzt in der letzten Woche in Deutschland abging, ne? Ganz schön crazy hier, was das für Gewitter waren. Kannte ich so eigentlich nur aus Österreich. Okay, also beibringen, aufs Töpfchen zu gehen, müssen wir ihr anscheinend nicht mehr. Doch, müssen wir. Okay, dann bringen wir jetzt das schnell bei, weil sie muss. Und danach bringen wir ihr das Laufen bei. So, und dann gehen wir mal zu den Boys, die sich gerade schon hier mit den Wildpferden anfreunden. Und mein Spiel hängt. Ein Applaus bitte für Sims 3. Bitte lad. Bitte lad. Bitte lad. Ja. Yes. Thank you very much. Thank you. Super. Habt ihr den... Oh mein Gott. Ein Pferd hat den Pelz gefressen. Was soll das? Oder hat den jemand gepflückt von euch? Ein Pferd hat diesen Pelz gegessen. Oh Mann. Oh, schaut mal, wie das Pferd da steht. Das sieht voll cool aus. Hier sind so viele Samen. So viele Samen liegen hier rum. Okay, dann fangen wir jetzt mal an zu angeln. Das bringt ja nichts, diesen Pilz jetzt hinterher zu heulen. Geh mal hier angeln. Alex soll nämlich für das Institut da soll einen Fisch angeln. Deswegen werden wir jetzt hier mal eine Runde angeln und gucken, was... Könnt ihr euch nicht nebeneinander stellen? Ich möchte, dass ihr nebeneinander steht. Geh da hin. Und jetzt angelst du von dort. Oh! Was war das? Oh, ihr zwei! How cute. Kann ich tiefer? So. Super, du hast einen Fisch gefangen. Yay! Ach, guck mal, die verstehen sich super. Das ist so schön. Ach, es sind ja auch Vater und... Vater und Sohn. Hab ich irgendwie vergessen. Hör auf, die Angel so rumzuschwingen. Hinterher angelst du noch ein Pferd oder so. Aber läuft nicht so bei euch, ne? Ihr habt jetzt einen Fisch. Wow, wow.
ein Hai. Wuhu, ein Goldfisch, der 3 Meter groß ist. Ganz normal. Oh, Emilia hat das Laufen gelernt. Und wir haben es nicht gesehen. Wow. Beste Eltern. Ach, wie süß. Okay, dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen Bonding-Time. Weil ich glaube, die haben gar nicht... Ah, doch. Mittlerweile haben die eine gute Bindung. Das ist doch super. Dann, weiß nicht, wirf sie in die Luft. Was fehlt ihr denn? Geht's ihr gut? Ja, sie will gleich mal wieder schlafen. Das ist so schön. Okay, und wie geht's unseren Pferdchen? Oh, Bibis! Ihr seid so süß. Schmiegt euch mal an. Komm, tut es. Oh. Oh. So süß. Ich liebe Tiere einfach. Ich liebe Tiere wie sonst was. Das ist so schön. Und dann spielt mal euer Pferdespiel, damit ihr dann auch mal... Oh, Alex hat Level 3 erreicht. Wow. Das wusste ich gar nicht, dass er schon angeln kann. Ist ja super. Ja, echt Level 3. Ach, er ist ja auch ein Angler. Deswegen holt er auch so viele Fische aus dem Meer, aus dem See. Wir haben die Antwort auf alle unsere Fragen. Super. So einen großen Fisch hat Alex noch nie gefangen. Alex hat Folgendes gefangen. Forelle der Qualität normal, 2,19 Kilo schwer und mindestens 10 Simoleons wert. Badass. Das ist badass. Wow. Okay, ihr zwei. Du hast sie mit nach draußen. Ach, es regnet ja nicht mehr. Dann kannst du sie auch mit nach Hause nehmen. Mit nach draußen nehmen. Und nimm sie mal auf den Arm. Nimm sie auf den Arm und streiche sie und rede mit ihr und gib ihr einen Schmatzer. Erst Schmatzer und dann reden. So. Und Emilia kann ja auch nochmal eine Runde mit Ace rumwudeln. Ace, komm mal. Ace, geh mal zu Emilia. Hat sie gepopelt? Beschnüffel sie. Sie ist so ein liebes Kind, ne? Sie ist einfach zufrieden. Sie sitzt da und... Heidewitzka. Uiuiui. Ich finde das so witzig, wie ihr, also so lieb einfach, wie ihr alle so mitfiebert, dass sie so sagt, boah, voll cool, dass Chili noch lebt und so. Das ist, finde ich aber auch krass, ey. Dieses Tier, ich glaube, sie ist unsterblich. 62 Tage. Und Alex hat einen roten Hering oder sowas gefangen. Ey, du sollst sie beschnüffeln. Okay. So langsam können wir auch mal hier den Geburtstag vorbereiten. Hör mal auf zu angeln und dann fährst du noch eben in den Supermarkt und kaufst einen Geburtstagkuchen für Emilia. Da. Lebensmittel einkaufen. Und danach... Ja, okay. Und danach können wir noch einen Lottoschein kaufen. Na, das machen wir doch. Och, du Armer, ey. Allergiedunst. Verkeimt, er ist krank und hat Allergie. Der arme Kerl. Vielleicht sollten wir auch noch ins Krankenhaus schnell gehen. Allergiespritze bekommen. Ja, ich glaube, das machen wir noch schnell. Weil dann haben wir das wenigstens aus den Füßen. Alex genießt sein Leben hier beim Angeln. Oh, was liegt jetzt hier? Das ist der gleiche Pilz. Was ist das? Ein Trüffel? Den können wir gleich auch mal sammeln. Okay, das brauchen wir alles nicht. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir alles nicht. Wunderblatt? Was ist ein Wunderblatt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich möchte eine Torte. Für unsere Emilia. Gibt's nicht! Super, dann nehmen wir halt... ich meinte, ich wollte einen Kuchen. Nee, doch eine Torte. Nehmen wir halt den Kuchen. Den Tortenkuchen. Mhm, Nina, super. Was machst du eigentlich hier? Oh, wir können uns mal Bienen holen. Bienen können wir uns holen. Das ist nämlich auch super cool. Da kann man dann auch so Honig rausholen und so. Okay, ich wollte noch gucken, was das ist. Eine Schildkröte! Eine neue Schildkröte! Wir werden sie sowas von einsammeln. Alex, hol sie. Oh! Fang sie. Ich meine, sie wird Shiggy niemals ersetzen können, aber... Aber eine neue Schildkröte. Oh mein Gott, das ist so schön. Okay, und jetzt sammeln hier den Trüffel auf. Warum? Nein, nicht essen. Warum liegen hier einfach immer so Obstsachen, so Gemüsesachen rum? Hier liegt einfach mal so eine Karotte. Was soll denn das? Okay, ich schaue jetzt mal. Geh jetzt erstmal nach Hause. So. Du kannst auch nach Hause gehen, wenn du im Krankenhaus warst. Und dann werden wir Emilia zum Kind werden lassen.
Irgendwie befindet sich das Einhorn immer hier. Ich glaube, heute ist es nicht da. Wir müssen gleich nochmal in der Nacht schauen. Aber wenn es dunkel ist, dann blendet mich meine Stuffbox immer so doll. Okay, seht ihr irgendwas? Mann, warum kriegen wir immer alle Infos zu Gracie Loveland? Wir wollen keine Infos zu ihr. Was glänzt denn das? Oh, ein Schild. Oh, wie schön. Ach, sehr hübsch. Das ist ja sehr hübsch. Ich habe Kopfweh. Ich sollte vielleicht was essen. Nicht immer gleich nach dem Aufstehen direkt aufnehmen. Beste Idee, Nina. Beste Idee. Okay, bist du jetzt mal langsam fertig? Nein, wir müssen nach Hause. Leider hat Lukas bei der heutigen Lottoziehung nicht gewonnen. Ob er wohl mehr gewinnt, wenn er mehr ausgibt? Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das macht Sinn. So, du bist heim. Das ist super. Geh rein. Was haben wir nochmal? Ah ja, die Schildkarte. Okay, den Trüffel schenken wir jetzt mal Julie. Und dann kaufen wir mal eben noch ein Terrarium. Aber wo soll es hin? Soll es wieder in Emilias Zimmer? Ja, sie wird einfach die Nachfolgerin von Myrte. Ups. Nein. Stopp. Stopp. Schlangenterrarium. Und zwar nehmen wir heute mal das Braune. Super. Direkt neben K. Cool. Okay, bist du da? Dann kannst du nämlich das besetzen mit unserer super tollen Schildkröte. Aber ich habe noch keinen Namen für sie. Deswegen schreib mir in die Kommentare, wie ich die Zwergschildkröte nennen soll. Irgendein cooler Name. Ein richtig cooler Name. Julie, wo bist du? Warte. Es liegt mal wieder jemand im Weg, oder? Oh, habt ihr... Oh, hä? Habt ihr es gesehen gerade hier? Das war... Mann, geh doch zu ihr. Bring den Pilz. Ach, das ist jetzt süß. Ich vergesse irgendwie immer, dass die Mutter und Sohn sind. Irgendwie denke ich, die wären so Geschwister. Ach, wie süß. Über dich. Oh nein, ich habe ein Schlangenterrarium gekauft. Oh nein. Ich bin so doof. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. Wir brauchen ein Schildkrötenterrarium. Und zwar nehmen wir da auch das Dunkle. So, und jetzt sollten wir es eigentlich besetzen können. Die Kamera ist schon wieder aus. Moment. Jetzt ist sie wieder an. So. Jetzt sollte er sie mit weglegen. Zwergschildkröte, super. Ach, sie hat jetzt den Trüffel, den kann sie gleich direkt mal pflanzen. So, bist du jetzt auch mal zu Hause? Toll, gut. Dann stellen wir das jetzt in den Müll. Recycle das mal eben. Und dann können wir nämlich die Torte dorthin stellen. Nein! Nein! Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe doch extra einen Kuchen gekauft. Oh Mann. Oh, Baby. Oh, da bei der Erziehung von Emilia, da also einiges schiefgelaufen ist, da hast du dir kein Merkmal für sie aussuchen. Emilia hat folgendes Merkmal entwickelt. Diva. Okay. Ach, hey. Okay, wir gehen direkt in Create a Sim. Stylist. Wo ist mein Handy da? 12 Uhr haben wir samstags. Die Frisur mag ich nicht so. Finde ich ganz schrecklich. Wir brauchen eine andere. Aber sonst ist sie sehr hübsch. So ein hübsches Mädchen. Okay, die vielleicht. Ich glaube, das würde ihr gut stehen. Oh, die ist so hübsch! Aber es sieht nicht so nach Farmmädchen aus, oder? Wie wäre es mit so einem Topf? Ach, oh, das sieht hübsch aus. Das sieht sehr hübsch aus. Oder hat sowas Geflochtenes? Nee, das gefällt mir nicht. Sieht so ordentlich aus. Und ist auch hübsch. Das ist auch sehr hübsch. Mal wieder die Qual der Wahl. Oder diese? Nee, das ist mir zu dick. Oder halt Zöpfchen. Nee. Was haben wir hier noch? So ein Zopf? Nee. We don't like it. Das finde ich auch cool. Wer hatte das denn nochmal? Hatte Zoe das am Anfang? Irgendwer hatte das schon mal in meinem Let's Play. Oh, hier sind ja noch andere Zöpfe. Das wusste ich gar nicht. Aber die gefallen mir nicht so. Okay, dann würde ich sagen... Nehmen wir das?
Ich glaube, der Zopf gefällt mir am besten. Wir nehmen den Zopf hier. Ja, der ist sehr schön. Den nehmen wir. Braucht sie Kontaktlinsen? Nö, braucht sie nicht. Und dann schauen wir mal, was wir an ihrer Alltagskleidung ändern können. Weil das ist noch nicht so das, was ich mir vorstelle. Können sie ja so als Superheld machen. So als feine Dame. Alltagskleidung ist das doch auf jeden Fall, oder? Aber ich habe vergessen, was jetzt für eine Jahreszeit ist. Ist natürlich super intelligent. Warum hat sie eine Schürze um? Warum sind das so Schürzendinger? Oh mein Gott, das sieht aus, als wenn sie gleich Hühner schlachten will. Und die Musik wird wieder laut. Woohoo! Yeah, yeah. Stopp, so. Ich glaube, ich möchte mal, dass sie so ein Kleidchen trägt, weil ich glaube, bei Myrte haben wir das nicht gemacht, oder? Haben wir das bei Myrte gemacht? Wenn ja, ist das echt blöd. Aber das sieht so schön aus. So richtig Bauernhofleben. Ja, das möchte ich. Das möchte ich unbedingt. Das gefällt mir gut. Okay, und dann braucht sie dazu noch so ein... Eigentlich bräuchte sie dazu Cowboy-Stiefel, ne? Aber... Nee. Ja, so. Oh, Leute! Das ist so schön. Das gefällt mir so gut. Das gefällt mir richtig gut. Okay, das lassen wir so. Okay, Abendkleidung, was ist da so los? Schaut euch mein Mikrofon an. Schaut euch an, wie schräg das ist. Es sollte so sein, aber es ist so. Ich habe es nämlich hier mit Kreppband festgeklebt. Okay, Abendkleidung kriegt sie auf jeden Fall auch ein Kleidchen. Wie wäre es mit so einem langen Kleidchen? Das sieht auch sehr hübsch aus, ne? Ich glaube, ich gebe ihr sowas altmodischeres. Das ist voll schön. So einen Blauton. Oh, ja. That's it. Das ist wundervoll. Und dazu kriegt sie dann auch noch die gleichen Schuhe wie in ihrer Alltagskleidung, weil die sind sehr hübsch. Oh, mein Kopf. Ich habe Sonnenbrand auf der Kopfhaut. Deswegen tut mir das weh. Okay, da kriegt sie so ein Katzenoutfit. Oh mein Gott, ja. Ja, bitte. Was ist denn noch? Das ist auch schön. Aber sie kriegt das Katzenoutfit. Super. Sportkleidung. Da möchte ich eigentlich, dass sie auch schon so ein bisschen Reiterkleidung hat. Aber ich glaube, das gibt es nicht für Kids. Aber wenn sie einfach so eine Leggings trägt, in weiß. Yes. Das sieht doch schon nach Reiterkleidung aus. Auch wenn sie dann noch nicht reiten kann. Wir tun einfach so. Ach, die Pullis sind voll schön. Ich habe zu viele schöne Custom-Content-Sachen. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Okay, dazu braucht sie aber was Cooles obenrum. Eigentlich bräuchte sie entweder so ein T-Shirt. Aber eigentlich ist das zu unsicher, oder? Warum immer? Oh nein, 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 stopp. Stopp. Okay. Oder so eine Jacke. Nein, das sieht nicht so reitermäßig aus. Okay, dann kriegt sie so einen Pulli, so einen Top. Ja, das sieht nach Reiten aus. Ja, das ist super. So, und können wir jetzt vielleicht noch Cowboy-Stiefel anziehen? Das wäre super. Natürlich nicht. Kriegt sie einfach diese Boots. Oh, das sieht blöd aus. Die Struggle, Freunde, danach. Die Struggle. Und diese Schuhe? Ja, das ist super. Das sieht voll scheiße aus, Alter. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich möchte nicht so asozial reden. Sieht nicht super aus, aber egal. Das ist jetzt ihre Reiterkleidung, okay? Okay, danke. Hier kriegt sie diesen süßen Anzug. Der ist nämlich schön. Und... das? Vielleicht doch lieber einen Schneeanzug. Oh nein, wir haben ja gar keinen Winter. Dann kriegst du das. Ja, das ist super. Mit Cowboystiefeln. Ja, super, phänomenal. Hier sehen wir unsere wunderschöne Emilia Mitchell. Ich wollte schon Harris sagen. Nein, Nina, falsches Let's Play. Und jetzt müssen wir noch ihr Zimmer umgestalten. Yay, ich freue mich. Julie Mitchell ist stolz darauf, dass Emilia Mitchell ins Kindesalter eingetreten ist. Bla, bla, bla. Emilia hat Geburtstag, das wissen wir bereits. Okay, das Töpfchen brauchen wir erstmal nicht mehr. Das Bettchen brauchen wir erstmal nicht mehr. Das war's. Alles andere brauchen wir. Okay, und jetzt kriegt sie ein wundervolles Bett.
Ich glaube, sie kriegt einfach das gleiche, was Myrte auch hatte, weil das ist nämlich schön. Oder? Nein, das meinte ich. Ja, das finde ich nämlich richtig schön und das passt gut, weil das hat halt dieses Pferd und so und das finde ich cool. Okay, und das in den Nachtschrank stellen wir so hin. Und das können wir jetzt mal wegtun, weil ich möchte, dass sie ein Pferd bekommt. Auch das Schaukelpferd, was alle Kinder hatten, weil das gehört einfach dazu. Und zwar kriegt sie... Ja, sie kriegt das Normale. Weil es sieht ja so ein bisschen aus wie Aragorn, ne? Und ihr hattet euch natürlich gewünscht, dass Aragorn Emilias Pferd wird. Und ich denke, das werden wir auch wahr werden lassen. Okay. Das passt so schon. Supi! Emilia, willst du gleich mal hier dein Pferd ausprobieren? Schaukelrodeo. Und sie möchte Joy Mitchell ein Leckerchen geben. Oh, direkt liebt sie uns alle, ja bestimmt. Alle unsere Tiere. Und sie ist tollpatschig, eine Künstlerin und eine Diva. Und sie mag Tofu-Hotdog. Das hat sie wahrscheinlich von ihrer Mutter geerbt. Und zeig, wie super du da darauf reiten kannst. Ups. Ich möchte auch mal auf so einem Schaukelpferd reiten. Süß. Du bist so süß, Emilia. Oh, sie fällt gleich runter. Okay. Du bist pinkeln. Chili ist pinkeln. Alex. Oh, die Schildkröte. Ach, hat er es schon abgegeben, ne? Ich möchte sie anschauen. Oh, oh, hi, Chili. Da ist die Schildkröte und badet im Wasser. Wie super ist das denn? Eigentlich ist das Gehege ja viel zu klein, ne? Okay, Emilia, du musst jetzt mal hier das Futter nachfüllen, weil das sind jetzt deine Tiere. Und du musst hier das Futter nachfüllen und das Terrarium säubern. Okay? Das sind nämlich deine Aufgaben. Auch wenn wir schon 21 Uhr haben, ist mir egal. Und sie möchte die Fähigkeit Malerei lernen. Das kann sie auf jeden Fall auch. Dafür müssen wir, genau, eine Staffelei kaufen. Und sie möchte Aragorn das Fläschchen geben. Das kannst du auch machen. Oh, jetzt hat er sein Essen. Jetzt machst du das gleiche noch bei Aragorn. Ach, Aragorn. Bei K. So, jetzt hat er zumindest schon mal Essen. Jetzt mach's bitte sauber. Mach's bitte sauber. Mach's bitte sauber. Die anderen können jetzt auch mal schlafen. Ah, ihr habt alle noch Hunger, ne? Dann geh lieber noch was futtern. Haben wir irgendwas? Nö. Dann essen wir heute einfach mal eine Mikrowellenmahlzeit. Und Grace hat Level 6 im Rennen erreicht. Wann wird er zum großen Pferd in 4 Tagen? Okay. Ihr, du bist baden, wie immer. Der geht irgendwie nur baden. Lukas möchte noch ein Kind. Wollt ihr noch ein Kind? Sollen wir wirklich noch ein Kind kriegen? Ich weiß ja nicht. Okay, ich mach's jetzt einfach rein und ihr schreibt mir in die Kommentare, ob ich noch eins machen soll oder nicht. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich weiß es ernsthaft gar nicht. Okay, du bist schon schlafen. Du gehst jetzt auch schlafen. Was machst du mit ihr? Bitte anhören. Nein, du gehst jetzt einfach pennen. Geh einfach schlafen. Oh, du hast auch ganz schön Hunger. Aber haben wir jetzt keine Zeit für, weil wir gehen jetzt schlafen. Geh schlafen. Los, ab in die Haia. Du bist auch auf dem Weg in die Haia. Super. Alex Mitchell trauert um Wildpferd. Oh nein, ein Wildpferd ist gestorben. Oh, mein Akku ist gleich leer. Okay, ich beende den Part dann auch an dieser Stelle. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Sorry.